Willst du noch was ändern? Dich und Sorsche? Ach, Kevin ist besser. Ich habe ja jahrelange FIFA-Erfahrung. Seit FIFA 98. Oh! Herzlich willkommen, Eintracht-Fans, hier zu einem etwas anderen Format. Und zwar einem FIFA-Duell, das kombiniert ist mit einem Quiz. Rechts von mir Jens Kral, unser Keeper, und Adnan von der eSports Academy. Grüßt euch. Seid ihr bereit? Also, ihr spielt eine Runde Überraschungsball gegeneinander. Parallel oder beziehungsweise dazu stelle ich noch Fragen. Für jedes Tor im Überraschungsball gibt es ein Tor, überraschenderweise. Und jede richtig beantwortete Frage gibt auch ein Tor oder einen Punkt. Und am Ende wird alles zusammen kombiniert. Schauen wir es uns an. Wie viele Stunden Schlaf pro Nacht gelten als optimal für die Gesundheit? 8. Zwischen 7 und 9. Also Punkt Nummer 1 geht an Jensen. Da ist gerade eine Bude gefallen. Okay, also sozusagen. Was ist das für ein Schießen? Ich hab den Ball gar nicht gesehen. Ja, der war zu schnell. Ach du Scheiße. Okay, umgerechnet 1-1. In welchem Jahr wurde Eintracht Frankfurt deutscher Meister? 1959. Korrekt. Wow! Ach du Scheiße, geil. Somit die 2-2 Ausgleich, wollte ich sagen. Ich will noch mehr Fragen, komm. Wer ist Rekordtorschütze in der Geschichte von Eintracht Frankfurt? Grabowski. Nein. Ist aber einer, der natürlich mit weit vorne ist. Welche Stelle weiß ich ja nicht ganz genau, aber. Oh! Ja, damit gehst du insgesamt in Führung, 3-2. Gut, dann sind keine Probleme. Aber Kevin Trapp ist halt auch kein Verlass. Also, Tempobus ist ja geisteskrank. Um es noch aufzulösen, Bernd Hölzenbein ist der Top-Torjäger mit 212 Toren für Eintracht Frankfurt. Bernd Hölzenbein. In der 65. Minute überwand er Hellströme mit einem gefühlvollen Heber. Wie breit muss ein Fußballplatz sein? Ich glaube, Jensen war ein Ticken früher. 50. Aber wie breit muss 45? Falsch. Jetzt sagst du. 50? Nee, mindestens 64 Meter. So, Halbzeit. Gar nicht so schlecht. Ja gut, er hat jetzt dann nicht richtig gespielt. Doch, doch. Ich konzentriere mich nur auf die Flanke. Also, noch eine Frage zum Thema Fußballfachwissen. Jens, jetzt musst du eigentlich punkten. Breit ist weiterhin das Thema. Wie breit muss ein Fußballtor sein? Da brauchen wir die genaue Zentimeterzahl. Oh, das habe ich immer mit dem Jan Zimmermann. Dein Zuhause. Das habe ich immer mit dem Jan Zimmermann. Das ist eine Frechheit, dass ich nicht weiß. Ich weiß schon, aber ich weiß es nicht genau. 7,32. Das ist korrekt. Auf den Zentimeter. 7,32 Meter. Wie viele Einwohner leben aktuell in Frankfurt? Muss zumindest ungefähr sein. 600.000. Das ist schon ein bisschen weit weg. Wie viele Einwohner? Mhm. 3 Millionen. Das ist zu viel. Also es sind 773.000 Einwohner tatsächlich. Welcher bekannter deutsche Dichter wurde 1749 in Frankfurt geboren? Hast du schon gehört? Goethe? Ja. Jensen, sehr gut, sehr gut. Wie viele Sekunden dauerte es bis zum schnellsten Tor der Bundesliga bisher? 9. Das ist korrekt. Kevin Volland. Auch das stimmt sogar, ja. Müsste ich dir fast jetzt schon einen Extrapunkt geben, ja, aber. Ach, stimmt. Das habe ich bei der Wagenauswahl tatsächlich nicht gedacht. Ja. Letzte Frage. Aus welcher Entfernung wurde das weit entfernteste Tor der Bundesliga-Geschichte geschossen? Das war der von Paderborn, 90 Meter. Das war doch der, wie heißt der denn? Ich sehe ihn gerade vor Augen. Warte, hast du noch? Gar keine Ahnung. Okay, dann lösen wir es noch auf, bevor das Spiel gleich zu Ende ist. Wie viel? 82,5 Meter. Moritz
Boah, geile Grätsche. Doppelkampf. Genau. Ja, gut gehalten, ey. Ja, souverän gewonnen. Also 3-1 bei EA Sports FC. Und dann im Wissen bist du richtig gut abgegangen. Danke euch, dass ihr mitgemacht habt. Und bis zum nächsten Mal.